Ich habe gar keinen Bock auf das hier. Was soll ich sagen, um die richtige Punktzahl zu kriegen? Was sind die richtigen Antworten, damit ihr mich alle in Ruhe lasst? Wie kommen die überhaupt darauf, dass ich ein Problem mit Männern habe? Ja, der Typ auf dem Amt, das war ein Mann. Aber ich habe ihm nicht deswegen eine reingehauen. Er war arrogant. Aber Hochmut kommt vor dem Fall. Wichser. Die sagen, die wollen dir helfen. Ey, weißt du was? Das hat der Typ auf dem Amt auch gesagt. Ja, aber klar, ich soll liefern. Aber wie viele Punkte pro Antwort sind denn möglich? Ich zieh das hier durch. Ich zieh das hier locker durch. Die Männer brauchen Schwanzdubel am Set, nicht ich. Ich zieh die alle durch. Ich zieh mein Leben durch. Also erstens, mein Vater. Wie der war, mein Vater. Also, der war eigentlich ein schnieker Kerl. Echt, der war gut. Der sah gut aus. Der war immer nett und freundlich zu mir. Der hat mich nie angefasst. Der war ein Kumpel, wie er im Buche steht. Wenn man mal von Freddy Freeloader absieht vielleicht. Aber wenn Sie was über meine Mutter wissen wollen. Die war ein Miststück. Die hat uns sitzen lassen. Die wollen ja immer nur plaudern. Ja, klar. Es gibt natürlich ein Problem mit Männern, aber da hat mein Vater echt überhaupt nichts mehr zu tun. Ich erkläre dir das jetzt mal, Schätzchen, das Problem. Was soll das eigentlich heißen? Sie wollen nur ins Gespräch finden. Glauben Sie, ich bin doof? Glauben Sie, ich weiß nicht, was eine Therapie ist? Ey, niemand weiß besser, was eine Therapie ist. Und warum sie nichts bringt. Das erkläre ich dir im Handumdrehen. Ich habe meinen Freud gelesen. Dieser Freud ist Theoretiker. Nackte Theorie. Die Theorie ist bei dem nackt, sonst nichts. Der Richter da, der mich verknackt hat, der wollte mich auch nackt sehen. Wahrscheinlich hat er's schon. Und ich kann es ja wohl beurteilen. Weil, wenn Freud recht hätte, dann müssten ja wohl alle Männer... Also die Männer, also meine Herren Kollegen, die müssten ja vollkommen ausgeglichen sein. Total befriedigt. Sexuell so optimal ausgelastet, dass im Unterbewusstsein überhaupt gar kein Platz mehr ist. Und ist tatsächlich hier irgendjemand, der das glaubt, dass das die besseren Menschen sind? Anders. Glaubt hier einer, dass die Menschen, die optimal ausgelastet sind, dass das die besseren Menschen sind? Und was bedeutet denn dann überhaupt optimal auslasten? Das gute Leben hat halt nur ungefähr was mit Konserven zu tun. Wenn ich überlege, wann ich so richtig glücklich war, da gab es überhaupt keine Bedürfnisse. Da gab es noch nicht mal ein Wort dafür. Da gab es mich. Ganz rein. Okay. Wenn ich diese Frage beantworte, nee. Ich beantworte diese Frage und Sie machen ein Häkchen hinter dieser Sitzung. Das versprechen Sie mir. Okay, Ihr Wort in Gottes Gehör, gell? Ja, sicher bin ich ehrlich. Sie sagen ja auch, dass Sie ehrlich sind. Also, wenn ich jetzt auflege, kriege ich auch ein Häkchen? Einfach auflegen? Okay. Glück ist...
Glück ist, wenn... Also man hat es nicht einfach. Also, damit will ich nicht sagen, man hat es nie oder... Oder, also ich habe auch mal Glück. Und ja, der Typ auf dem Amt hatte jetzt halt mal kein Glück. Nein. Nein, das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Nein, das meine ich nicht. Ich meine, also man hat es nicht. Also man kann es nicht haben. Verstehen Sie irgendwie, was ich meine? Es ist ja nicht so, dass ich mir das jetzt gerade ausgedacht hätte. Und Sie sagen, Sie verstehen es. Erklären Sie mir doch mal, was ich meine. Dachte ich mir doch, dass du die Antwort nicht kennst. Sie halten sich für schlau, weil sie Psychologie studiert haben und der Mann dann in der Kamera sitzen und sich Notizen machen. Aber jetzt passt mal auf. Wenn ich hier anfange, meine Hüllen fallen zu lassen, und darin bin ich Expert, dann legen Sie Ihre Notizen beiseite und am Ende schreibe ich Ihnen die Rechnung und nicht umgekehrt. Der heißt doch nicht Freddy Freeboarder. Freddy Freeloader. Freddy der Trittbrettfahrer. Ach, Freddy Freeloader. Miles Davis. Das ist Jazz. Das ist arroganter Jazz. Ich kann es nicht mehr hören. Du Märchen. Ach Schätzchen, jetzt hast du abgelenkt. Waren wir nicht gerade dabei, wer wem eine Rechnung schreibt? Und du kommst mit Miles Davis auf dem Trittbrett. Ihr Männer seid doch alle gleich. Aber mir fängt es hier gerade an, Spaß zu machen. Wollten wir nicht eigentlich noch über meinen Vater reden? Der war echt ein netter Typ. Und wir hatten nichts. Und er hat sich um mich gekümmert. Und weil wir nichts hatten, sind wir immer in diese Kneipe. Und dort hat er Klavier gespielt. Und dann gab's Trinkgeld und Essen und Getränke umsonst. So eine richtig uralte Jazzkneipe. Wo die Musiker noch von Zigarettenqualm und Musik leben und die Gäste dazu so intellektuell mit den Köpfen wippen. Mein Vater war ein guter Mensch. Na, irgendwie hatte er die falsche Auffassung vom Glück. Nur schwarze und weiße Tasten. Und dazwischen vielleicht noch ein bisschen Zigarettenqualm. Ich verrate dir, wann ich glücklich war. Habe ich gar kein Problem mit. Kannst du in dein Notizheft schreiben? Es gibt so eine Zeit, wenn alle gleich sind. Draußen ist es so heiß, dass du mit nackten Füßen nicht lange auf dem Asphalt stehen kannst. Die Hitze flimmert also auf dem Teer. Alle Kinder haben nichts an und laufen kreuz und quer. Was für ein Sommer. Und dann... Dann gab es da diese anderen Kinder. Und Eltern. Und im Garten. Und die machen den Rasensprenger an. Und plötzlich funkelt diese Sonne in diesen Wassertropfen. Die funkelt auf der Haut. Einfach so zum Spaß. Wenn du groß bist, dann funkelt nichts mehr. Dann ist die Sonne eine glühende Pupille. Und sie guckt gleichgültig. Die Kinder werden älter
Und man läuft nicht mehr nackt herum. Aber damals, gab es diese Kinder, mit Garten. Und als Kind hast du auch ziemlich schnell den Bogen raus. Manchmal bist du zur richtigen Zeit am richtigen Ort und jemand macht den Rasensprenger an. Ein andermal biegst du halt falsch ab und nix auf der Straße. Sonst, ich meine, wenn wir uns nicht gerade nackt unterm Rasensprenger tummeln, sagen die anderen Kinder, mich so aus wie ein Junge. Wegen der kurzen Haare. Und weil ich ein Mädchen bin, was mit Autos spielt. Und weiß, wo er Big Jim der Knopf im Rücken ist. Wussten Sie, dass ich mal überfahren wurde? So richtig? Unfall mit Fahrerflucht. Wichser haben Sie bis heute nicht. Das war auf einer Landstraße. Also kein Mensch weit und breit. Und ich trete in die Pedalen. Ein himmelblauer Volvo, so ein Kastenwagen, Sie wissen es schon. Der erwischt mich volle Pulle mit dem Außenspiegel. Ich lande im Straßengraben irgendwo im Nichts. Ich kann meine Augen nicht offen halten und ich höre, wie das Pärchen miteinander im Volvo streitet. Konntest du nicht besser aufpassen? Was machen wir denn jetzt mit dem Jungen? Denk an deine Mutter, die wartet mit dem Essen. Oh, und die Prozesskosten, die Rate für das Haus. Und wenn der Junge tot ist, was machen wir denn dann? Ja. Ja, so war das. Und dann steigen sie wieder in den Volvo und das Motorengeräusch verschwindet. Und ich liege da am Straßengraben und als ich die Augen wieder aufmache, wird es schon dunkel. Ich schaffe es nach Hause. Papa ist nicht da. Der bringt wieder die intellektuellen Leute mit den Köpfen zum Wippen. Ja, so ist das mit der Fahrerflucht. Keiner hilft dir. Ich bin ja auch nicht besser. Potsdam oder Berlin. Dann S, Q oder O. 3846. Fahrerflucht. Ein schwarzer SUV. So ein Audi-Schlachtschiff. Hab ich aber nie einem erzählt. Ist bloß ein paar Jahre her. Da haben sich die Leute noch über Flüchtlinge aufgeregt und nicht über Klopapier. Es passiert direkt unter dem Balkon, auf dem ich stehe und gerade Pause mache. Dreh in so einer schicken Altbauwohnung. Ich stehe halbnackt da auf dem Balkon und unten kracht es. Von hier oben kann ich alles ganz genau sehen. Irgendwie liegen plötzlich überall Geldmünzen auf der Straße. Da ist so eine Frau. Die kümmert sich schon und macht Mund zu Mund und so. Die Leute strömen zusammen, zücken ihre Handys. Wenn's Fotos gibt, was soll ich dann noch bezeugen? Ein Mann und ein Kind. Junge oder Mädchen, wer weiß das schon. Die Feuerwehr bringt die weg. Die machen einen ziemlichen Aufwand da unten. Ein Hubschrauber landet. Ich bin längst wieder drin, weil mir kalt ist. Als Merkel ihre Rede hielt, von wegen, das ist jetzt die schlimmste Krise seit Weltkrieg II, habe ich zwei Schwänze in der Hand und plötzlich heißt es 1,5 Meter Abstand und alles wird abgeblasen. Und so ein arroganter Amtsarsch erklärt dir, du sollst dir eine Webcam zulegen und Heimarbeit machen. Der braucht auf jeden Fall eine Weile, bis er seine Nase wieder auspacken und hochtragen kann. Gucken Sie mal da draußen. Können Sie das sehen? Es regnet. Wie das funkelt. Glitzert.
Okay, warum brechen wir das jetzt hier nicht ab? Das Häkchen für heute haben Sie doch schon gemacht, oder? Dann habe ich meine Häkchenarbeit voll, richtig?